aber sie könnte mir einen Workshop empfehlen. Horch, was kommt von drinnen raus? Tiefenpsychologische Reinkarnationstherapie. Und da habe ich herausgefunden, dass ich die Wiedergeburt einer bekannten literaturhistorischen Persönlichkeit bin. Das scheint euch jetzt am Arsch vorbeizugehen. Okay, wollt ihr denn wissen, wer es ist? Ja. Okay, ich gehe mal in diese Technik rein aus dem Kurs und dann werdet ihr sehen, wer in mir drin steckt. Fest gemauert in der Erde steht die Form aus Leben gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch Gesellen sei zu halten. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Ja, meine Lieben, das hab ich geschrieben. Oh. Schiller! Ich bin Schiller, es ist wahr, ich bin wieder da. Mein Geist ist auferstanden, meine Kräfte fanden diesen Körper. Ich bin der klassische lyrische Oberthriller, eben Schiller. S-C-H-I-L-L-E-R, MC Schiller. Und ich denke, zum Werke, das wir ernst bereiten, beziehen sich wohl ein ernstes Wort. Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. So lasst uns jetzt mit Fleiß betrachten, was durch die schwache Kraft entspringt. Den schlechten Mann muss man verachten, der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist ja, was den Menschen zieret, und dazu ward ihm der Verstand, dass er im inneren Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand. Ey, sag mal, was guckst du? Jetzt hör mir mal gut zu. Guck nicht so gelangweilt, ich fang gerade erst an. Ich bring jetzt hier die Glocke, das volle Programm. Wenn nicht jetzt, wandern. Und um euch zu zeigen, dass ich auch anders kann, gehe ich an die Sache mal ein bisschen moderner ran. Pass auf hier, nehme trotz vom Fichtenstamm doch nicht trocken, lass es sein, dass die eingepresste Flamme schlage zu dem Schweiß hinein. Koch des Kupfers Brei, schnell das Sinn herbei, dass die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise. Denn ich habe von zahlreichen Scheppendeppen dieses neue deutsche Hip-Hop-Retten vernommen. Und da musste ich zurückkommen. Denn jeder von ihnen behauptet, er wäre bei weitem der Größte aller Zeiten. Dabei kann es nur einen größten deutschen Dichter geben und das bin ich eben. S-C-H-I-L-L-E-R-M-S-Ü. Ich hab schon Reime gereimt, da haben die noch nicht gekeimt. Ey Mutterleib, mit mir ist nicht zu spaßen, ich bin anerkanntermaßen der Größte meiner Zeit. Ich ging höher, schneller und weiter auf der Leiter, bin gescheiter als diese Hitparadenstürmer und Würmer, wie Hausmeister Thomas D., Moses P., Sido, Bushido, Kai, Z., Trailer Park, Olli P. und natürlich auch der alte Johann Wolfgang von G. Ey, wenn ich deren Kinderheime sehe, tun mir die Augen weh. Ich krieg die Krätze von diesem Geätze. Und wenn ich so schwätze, wetze ich das Messer gegen diese schreienden, reinenden Knaben. Diese farbenelenden Schaden, die haben doch alle einen Schaden. Ich bin ein anderes Kaliber. Ey, verpisst ihr euch lieber. Ich bin euch über, liege drüber über euren Versuchen. Ja, da könnt ihr euch fluchen. Löffel Damen in die Knie zwingen, überspringe, dass ich besser klinge und in kürzester Zeit mit Dinge rüberbringe, wenn ich die Hüften schwinge und dabei singe. Yeah. Ich bin S-C-H-I-L-L-E-R-M-S. So, und jetzt können die Frauen ruhig hier hysterisch schreien. Jetzt ist Hip-Hop-Party-Glocken-Time. Wenn du hörst, damals Kuppe, wir haben ihn vor der Süße gebaut. Hoch auf des Turmes Glockenstube, da soll uns von uns rocken laut. Noch daran soll den späteren Tagen rühren mit der Menschenohr, soll mit den Betrüben klagen und stimmen zu der Andacht Chor. Was unten tief dem Erdensohn das wechselnde Verhängnis bringt, der dann die metallene Krone, wie es sehr baulich weiter klingt. Weiße Blasen seh ich springen, wohl die Massen sind im Fluss. Lass mit Aschensaft durchdringen, das befördert schnell den Guss. Auf dem Schaumereien muss die Mischung sein, der vom reinlichen Metalle reibt und voll die Stimme schallt. Schön, dass ihr mir zeigt, wie begeistert ihr seid. Aufhören, so gelangweilt zu gucken. Für dich nochmal zum Ausdrucken. Ich komme gerade erst in die Gänge. Ich mach das hier in voller Länge. All die Weiber, nächsten Teil gehe ich voll steil wie ein Feind und variiere voll geil meinen Style. Hummel, der volle Feierklang begrüßt sie das geliebte Kind auf seines Lebens erstem Gange.
denn mit dem Schlaf ist am Beginn. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Und herrlich in der Jugend prangen, wie ein Gebild aus Himmelshöhe. Mit züchtigen, verschämten Wangen sieht er die Jungfrau. Oh, die Jungfrau, yeah. Oh, die Jungfrau, yeah, vor sich stehen. Oh, dass sie ewig grünen bliebe. Oh, die Jungfrau, yeah. Die schöne Zeit der ersten Liebe. Ihr würdet mich am liebsten von Händen durch die ganze Stadt tragen. Dazu kann ich nur sagen, das müssen wir leider vertagen. Ich habe hier noch ein etwas längeres Gedicht aufzutragen. Das Strenge mit dem Zahn, wo Starkes sich und Mildes paten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Kaum, dass ich im Himmel wohne, hebt der Club der toten Dichter schon synchron meine Person auf seinen allerhöchsten Thron. Das war ein Schock für die Goethe-Fraktion. Gottes Lohn war die Reinkarnation. Ja, ich bin unangefochten die Nummer 1, sogar im Körper von diesem Heim. Ein anderer ist mir noch tiefer verhasst. Der hat nämlich mein ganzes Gedicht so zusammengefasst. Loch in Erde, Bronze, Rinnenglocke, fertig, bim, bim, bim. Der mächtig tönet ihr Entschalt, so lehre sie, dass nichts besteht, dass alles Irdische verhallt. Ich bin MC Schiller! Aus, ich bin raus. Applaus. Hör mal auf! Hör auf! Ihr seid wunderbar! Hört auf! Vielen Dank! Tschüss!